So, dann laufen wir weiter dem roten Punkt, dem roten Pfeil entgegen, so hieß es. Ja. Cool, vielleicht sollte ich öfter einfach mal Leute anquatschen. Aber vielleicht kommt da noch einer an, da ist ja schon wieder so ein Affe, unglaublich. Wahrscheinlich kommen die dann gleich an, ja, ihr schuldet mir noch Geld und dann gucke ich blöd aus der Wäsche. Aber ich glaube nicht, dass ich denen einfach Geld geben werde. Ich weiß, Geld wächst ja jetzt schließlich nicht auf Bäumen oder so. Wo laufen wir denn jetzt lang? Links, rechts, oben, unten? Gucken, was uns dann jetzt gleich der Geistliche zu sagen hat. Aber immerhin hatte es noch keine Nachteile, dass wir da den einen von der Wache getötet haben. Ist das da vorne schon die Stadt? Ich glaube. Wenn die Kamera nicht so wackeln würde. Schildkraut hatten wir schon. Das verschlossene Tür. Unbekanntes Kraut. Kamera ruckelt immer so komisch, ist irgendwie merkwürdig. Da, Haus des Geistlichen. Gehst du jetzt dahin? Da rein. Geh da rein. Geh zu dem Onkel. So, wo ist er denn jetzt? Hier wird nicht geschlafen. Sprecht, schnell. Ich habe das ewige Feuer in alle Kapellen gebracht. Die Bestien suchen uns immer noch heim. Ach. Ich sagte ja, es würde nicht funktionieren. Wo ist mein Lohn? Ach ja, euer Lohn. Dieser Fluch muss stärker sein, als ich dachte. Zweifellos ist diese Hexe Abigail dafür verantwortlich. Eine böse Frau. Eine Hexe? Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Sie brachte die Bestie und alles andere Übel über uns. Vielleicht. Aber ich möchte doch lieber zuerst mit ihr sprechen. Wir müssen wissen, woher die Bestie kam. Findet die Wahrheit heraus. Mache ich. Für 300 Orens. Wir sind eine arme Gemeinde. Vielleicht 200? Na gut. Ja, lass dich doch nicht so leicht bequatschen, Mann. Ah, müssen wir uns erstmal auf jeden Fall eine Feuerstelle suchen, dass wir kurz eine Runde meditieren. Oder ich könnte mal gucken, ob ich jetzt irgendeine Zutat habe. Ach, hier unten sind nur die Alchemie-Zutaten. Rebus oder Gen. Nee. Die eine Zutat, die ich für den Trank da brauche, habe ich immer noch nicht. So, auf welche Quests sind wir denn jetzt hier gerade dran? Die Hexe besuchen. Ja, nicht, dass ich da gerade schon war. Also kann ich da eigentlich auch anders hinlaufen? Nein, natürlich nicht. Die muss ja so bescheuert am anderen Ende von diesem ganzen Gedöns wohnen. Ja, laufen wir mal. Lauf, Hexer. Das erinnert mich jetzt gerade irgendwie dezent an WoW. Man läuft erst 300 Kilometer in die eine Richtung und dann sagt er, hey, was meinst du? Läufst du nochmal 800 Kilometer in die andere Richtung und sogar noch weiter? Dann hat man das gemacht und dann sagt er, ach, von dem anderen, da bräuchte ich nochmal was. Und man läuft den ganzen Weg wieder zurück. Das erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen daran, weil man da auch nur am Laufen ist. Den ganzen Tag. Man macht nichts anderes als in der Gegend rumrennen. Aber naja, mal kurz was gucken. Wir haben immer schon 238 Orems. Also ich finde, wenn wir dann hier auch noch diese, wow, 30 Bargestschädel vielleicht loswerden. Vielleicht ein paar Feuersteine. Wieso haben wir denn so viele? 13, voll übertrieben. Oder irgendwie was anderes und so ein Brot mal verkaufen, ein Sandwich. Haben wir schon mit dir geredet? Achso, du bist das, der mir das Geld gegeben hat. Okay. Was ist da los? Ach, da. Ist da bei euch ein Feuer? Kann ich mich da mal hinsetzen? Königlicher Jägersmann. Nur mit ihm reden. Seid gegrüßt, Hexer. Ich bin der hiesige Jäger. Seid gegrüßt. Wollt ihr wissen, wieso ich weiß, dass ihr ein Hexer seid? Nicht? Na gut. Was wollt ihr? Keiner will hören, was er zu sagen hat.
Was? Wie viel verlangt ihr für einen Ertrunkenen? Wie viel verlangt ihr für einen Ertrunkenen? Das kann ich euch nicht sagen. Ist mein Berufsgeheimnis. Kommt schon. Wir haben denselben Beruf. Sieht so aus. Also, wie viel für einen Ertrunkenen? Kommt auf den Kunden an. Aber im Schnitt 80 Orens. Da bin ich nie rangekommen. Ich wusste, dass mit diesen Preisen was nicht stimmt. Beruhigt euch. Fortschritt, wo man hinschaut. Nur Hexer, Relikte einer vergangenen Epoche, arbeiten noch für ein Almosen. Und lassen sich noch dazu von denen, denen sie helfen, als Missgeburt beschimpfen. Ein anständiger Lohn für ein anständiges Tagwerk. Was war das? Nichts, nichts. Ich glaube, ich hau den gleich. Macht's gut. Aber wir wollen uns hier trotzdem hinsetzen, damit wir eben Talente verteilen können. Wir dürfen nicht unvorbereitet in irgendwelche Kämpfe gehen. Wir haben 3 Talente. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal... Cool. In Kampfstile investieren. Das wäre nämlich, glaube ich, ganz cool. Wir haben aber aktuell nur ein Stahlschwert, oder irre ich mich? Was? Medaillon einstimmen. Suche nach Magie. Suche nach Ungeheuer. Was mache ich denn da? Ausrufzeit um eine Stunde erhöht. Ja, wir suchen nach Ungeheuern. Keine Ahnung, ist auch egal. Wir haben aber nur ein Stahlschwert aktuell. Das bedeutet, wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir halt auf die Stahlschwerttechniken gehen. Ist das Silberschwert denn genau das gleiche? Schaden plus 40. Schaden plus 40. Ja, irgendwie ist das gleiche. Ist egal. Wir machen jetzt in jedem einfach mal Stufe 2. Ich denke, das ist gut. Dann haben wir halt von allem ein bisschen was. Einfach mehr Schaden. Das kann ich schaden. Mehr Schaden kann ich schaden. Ja, Füße hoch, der kommt tief. Mit dem haben wir schon geredet. Dann gehen wir nochmal Abigail aufsuchen. Unsere sympathische kleine Hexe von nebenan. Reisender, komm her, Reisender und Kaufmann. Mit allen wird jetzt geredet hier. König Foltest hat den Zoll schon wieder erhöht. Ach so. Das verheißt nichts Menschen Gutes. Menschen und Anderlinge bezahlen die doppelte Wahlsteuer. Dann redet halt nicht mit mir. Ist die denn jetzt verdammte Axt? Ach, da hinten ist die irgendwo, ne? Geh doch mal rüber. Aha, quack, quack. Oh, da sind Gänse. Oder sowas ähnliches. Kann man lieber einen Haufen rennen? Ich will einfach alles über einen Haufen rennen. Nee, rennt, fliegt. Muhaha, okay, gut. Ist das das Haus? Ja, rein da. Los, geh da rein. Schauen, was sie uns erzählen möchte. Hallo, oh, da ist Alvin. Wir reden erst mit Alvin. Ihr habt mich gerettet, oder? Richtig. Ich habe geholfen. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. Ha, hardcore, der Junge. So, Abigail. Was wollt ihr? Ja, so ein bisschen... Oh, zeigt mir eure Ware. Nein. Der Geistliche glaubt, ihr hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nichts damit zu tun. Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alvin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe... Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten.
Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Ja, ich sammel doch schon die ganze Zeit. So, zeig doch mal, was du im Angebot hast. Schnecke. Was wollt ihr? Ja, Waren. Komm, zeig mal her. Kann ich dir denn irgendwas verkaufen? Du kaufst Schwarzpulver, kriegst du nicht. Nierenfett. Kriegst du auch nicht von mir. Gänseschmalz. Kriegst du auch nicht von mir. Und Salpeter kriegst du erst recht nicht von mir. Geh weg. Was kann man denn hier kaufen? Salpeter, Schwarzpulver, Gänseschmalz, Nierenfett. Ich hätte gern dieses... Ja, Alkohol, toll. Diese eine Grundzutat... diese eine Zutat. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich würde es aber finden, wenn ich es sehe. Was ist das denn? Überbargästen. Kaufpreis 50. Ey, sieh zu. Wodka. Wurmholzbrand. Halluzinogener Wodka. Sehr schön. Da kostet 60. Alter Schwede. Rotes Band, aha. Überfeldpflanzen. 200. Ja, komm, klar, Alte. Ich weiß nicht, brauche ich das denn? Ja, wahrscheinlich werde ich es brauchen, weil... Ja, was soll's. Euer Inventar ist voll, ich kann nicht mehr Gegenstände. Hände. Dann verkaufen wir Gänseschmalz. Wirklich verkaufen? Ja, möchte ich. Und das Buch. Yep. Danke. Ah, ein gutes Geschäft. Falsche Taste. Inventar. Die Feldpflanzen. Kann ich die irgendwie lesen? Dieses Buch beschreibt weiße Myrte, Nieswurz, Schöllkraut, Balissa, Krähenauge, Berberrohr und Seewand. Das ermöglicht es, aus diesen Pflanzen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Yay! Es ist so toll. Es ist so toll. Mal ein Quicksave. 5 weiße Myrten. Nee, sie sind sehr gigantisch hier. Lauf doch mal irgendwo hin. Lass mich raten, jetzt mache ich einen Riesenbogen. Ja, natürlich mache ich einen Riesenbogen. Ich habe es ja drauf. Da ist weiße Myrte. Das ist gigantisch. Weiße Myrte. Petrio ist da drin. Aha. Noch eine weiße Myrte. Weiße Myrte. Noch eine weiße Myrte. Noch eine weiße Myrte. Dann ist noch eine Myrte. Ich sag gerne Myrte, ist bestimmt schon mal aufgefallen, oder? Aber ich brauche ja eh nur 5 Stück, das ging ja jetzt ziemlich zügig. Und dann vergiften wir einfach den Alvin, weil der hat ja eh keine Familie. Sind die Chipmunks wahrscheinlich auch schon hin und dann... So, fertig, tata. Ich kann jetzt zu der Hexe zurückkehren, ja, ist ja episch. Los, lauf. Da, ach. Wenn diese Kamera nicht immer so... würde. Das ist echt nervig. Oh, nehmen wir mal Balissa mit. Wie auch immer Balissa ist hier. Hi Balissa. Da ist drin. Ah, geil. Wir haben das Quebritz-Zeug bekommen. Gut, dann brauchte ich das echt nicht kaufen. Wir haben auch für 200 Ocken dieses behinderte Buch gekauft. Das bescheuerte Buch. Und da war irgendwo Schöllkraut. Das nimmt sonst. Rennen wir noch ein paar Hühner über den Haufen. So. Können wir jetzt diesen einen coolen Trank brauen? Damit wir noch ein Bronzetalent bekommen. Also irgendwann mal. Weil wir dieses Auge haben. Das Furchtbringer-Auge. Hi. Was wollt ihr? Ja, rate mal. Da. Bitteschön. Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Ausgezeichnet. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten,
Sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch dreimal nach links. Spuckt in das Feuer und rührt den Trank wieder um. Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Wir sehen uns. Ja, sieh zu, hallo? Die Hexe war schon hatte Trank zu brauen. Ich sollte nach einer Weile hier zurückkommen. Ah, neues Bild, cool. Aber dann gucken wir mal. Reicht das schon? Ist das jetzt schon fertig? Nicht selber trinken. Was wollt ihr? Ist der Trank bereit? Ja. Bäm! So schnell geht das. Schmeckt bitter. Kein Gemecker. Und jetzt? Sprich. Abigail, ich habe Angst. Warum haben sie dem Hündchen die Haut abgezogen? Er war lieb und hat niemandem etwas getan. Und das Mädchen von außerhalb des Dorfes schrie grässlich, gar nicht wie ein Mensch. Böse Kinder, wählt ihr schon wieder den kleinen Hund der Hexe? Unschuldiges Blut, böse von Alkohol und Geilheit verzerrte Gesichter. Besorg es ihr gut, zeig ihr, dass du ein Mann bist. Blutbeflecktes Gold, die Bestie ist geboren. Der Tod, das jüngste Gericht. Die Bestie hat ihr Ende schon einmal erlebt. Sie fürchtet den Tod nicht. Sie ist der Tod. Wie wollt ihr menschliche Bosheit besiegen? Mit dem Schwert? Ihr, der ihr gestorben seid und immer noch unter den Lebenden weilt? Wer hat mich herbeigerufen? Genug. Das könnte böse enden. Abigail, brecht die Trance ab. Wie ihr wünscht. Bei der Macht der sieben Sphären, verlass diesen Körper. Ich befehle dir. Hinfort! Ich bin müde. Alvin ins Bett mit dir. Geralt, ein anderer Hexer, Berengar, kam vor euch her. Er hinterließ diese Anweisungen. Danke. Lebt wohl. Nein, aber die Hexer. Ich muss den Geistlichen besuchen und ihm Informationen über die Bestie geben. Allerdings tun wir das erst in der nächsten Aufnahme-Session. In diesem Sinne, haut's rein!